Jetzt geht's aber los, liebe Freunde, und da sind wir. Und es wird kalt heute auf WeCandy. Ich freue mich darauf, euch das Ganze präsentieren zu dürfen. Das wird sehr, sehr interessant, sage ich an dieser Stelle einfach. Nur das Ganze wird euch natürlich auch präsentiert von Intel, von Warsteiner und von unseren Sponsoren, die euch das Ganze ja näher bringen. Vielleicht ein warmes Warsteiner in der Kälte. Warmes Bier. Gibt es Leute, die warmes Bier trinken? A serious question. Wenn da kein Kühlschrank ist, trinkst du auch das Warme. Ja, da haben wir es auch, das war das Flugzeug. Jetzt bin ich mal gespannt am Cave. Der ist rechts von Goroka oder sowas, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann sind wir mal gespannt, ob da... Nee, gibt sich keiner die Blöße, oder? Ich finde es, ehrlich gesagt, das ist der Ehrenmove, dass man dann so sagt, ey, wisst ihr was, wir gehen alle nicht da rein. Sind die besoffen? Das gibt richtig, richtig Party. Toni Sosa wird angeschossen, 49er Hit. Das tut auf jeden Fall weh von Zulu's Man. Siegt da auch, genau wie Ghost. Ja, drei Teams? Die müssen ja alle gesagt haben, ey, ich gehe da hin, egal wer kommt. Aber auf WeCandy gibt es so viele kleine Compounds und so viele Rotationen, die du spielen kannst. Es gibt vor allen Dingen mittlerweile bei angepasstem Loot so viel potenzieller Loot. Du hast halt... Du kannst dich irgendwo hinsetzen und die setzen sich einfach in diese... Nee. Varuhek und die Beiser natürlich jetzt hier. Und Sieg ist da draußen. Den jungen Mann, den kennt man natürlich auch. Die Jungs, die kennen sich vor allen Dingen auch, Pedro und Sieg. Das ist ja mittlerweile auch so eine, ja, gefühlt kleine Community, da kennt jeder jeden. Also auf jeden Fall die Leute, die schon länger mitspielen. Autos da hingefahren? Boah, und die wollen sie. Also Back to Lobby, Aggression pur. Oh, den hat man da direkt gesehen. Die erste Schüsse von Pitter. Das zeitversetzt, aber es funktioniert ja doch. Und da, bei dem Fight sieht man jetzt gerade die Map einfach so. Boah, wer ist denn da rechts? Er ist auch noch Juni, glaube ich. Er ist auch noch Juni. Oh, Toni geht runter. Das kann interessant werden. Wird aber von der Seite direkt angeschossen, der junge Mann. Pitte sieht ihn auch. Ansage ist also raus. Von der Seite könnte aber auch der Erste kommen. Den hat er nicht gesehen. Jetzt muss er irgendwie die Seite direkt wechseln. Das war's mit Yadrox. Der kriegt hier Toni Sosa und kann ihn auch direkt finishen. Stark gemacht von ihm. Der Versuch der Rache. er kommt halt nicht rüber. Das ist halt für Sonics und... Richtig ärgerlich. Pitte, ja, sehr ärgerlich. Oh, Pitte kriegt Yoshi wenigstens. Kann ihn finishen. Ah, das war der Knockdown, der wurde nicht gerest. Trotzdem, Überzahlsituation ist da. Die Smokes, die kommen ein bisschen zu spät, das wissen sie auch an dieser Stelle. Es ist einfach schwer anzuschauen. Ich finde es nicht schwer anzuschauen, ich finde es schwer einzuschätzen. Ja. Ja, das ist das richtige Wort. Was passiert als nächstes? Liegt in der Mitte. Aber... Moonwolf, starke Position. Ravens hat wirklich nicht viel mit zu kämpfen. Aber der Süden, guck dir das mal an. Boah, nee. Und die rennen alle dorthin. So, Myka jetzt gegen Ghost. Ob der Finish durchkommen kann. Er will Finish, aber er kommt nicht durch. Das ist halt, das wirst du auf der Rangel nie erleben, dass die Leute das nicht direkt wissen, wie sie am besten da hochkommen. Und Myka hat sich so gedacht, ich sehe ihn, aber ich kann nicht schießen. Schade, Banane. Gut, nee, aber guck mal um der Süden, was da los ist jetzt. Eins, zwei, halt, drei, vier, fünf, sechs Teams. Da kannst halt nichts dagegen machen, da wird halt alles wirklich einfach nur abgehen. Oko wird übrigens gerade von Rezo geholt, das heißt Moonwolf. Was ich sehr schön finde, ist natürlich die Mechanik mit den Footsteps. Da bin ich gespannt, ob es im Late Game, wo es ja sowieso geclustert ist, weil so viele im Competitive am Leben sind, Katzen holt Memo-Effekt raus. An anderer Stelle. Du siehst halt auf der Map, da wird geschossen, was das Zeug hält. Außer Soletti Hunter. Soletti Hunter, der sagt sich da unten in der Zone, do you know what? Do you know the way? In die Zone und guckt erstmal an, Timber und Wick. Timber, bist du blind? Er ist blind. Der sieht ihn davon. Er sieht Lion nicht, wird von der Seite von Katzen geholt. What? Da ist eine Smoke. Ah, okay, das sieht man einfach wegen dem Radar nicht. Ja, klar, okay, alles klar. Jetzt Wick hier, der letzte Überlebende von GL. GL ja heute als stärkstes Team gehandelt. Momentan aber ganz, ganz große Probleme irgendwie reinzufinden. So das sind genau zwei Städte, links und rechts. Gut, das ist genau das. Aber da ein Team kommt aber es ist trotzdem, es ist halt in dem Moment, wo es halt rausfällt, wo halt die Zone rausfällt, da gehen halt so viele übers Open Field, da passiert richtig was dann. Oben PKD, wie gesagt, PKD mit den Ravens könnte auch was passieren. Es ist sehr, sehr nah aneinander und keiner will sich natürlich die Blöße geben. Es ist so eine kleine Zone, so wenig Raum und es sind noch 51 Leute da. Das Problem, was ich jetzt gerade einfach sehe, ist, dass Vic mit seinem Team... Oh, nee. Gut, man kann sich halt von Gebäude zu Gebäude vorarbeiten, ne? Aber wie du schon gesagt hast, wenn die Gebäude weg sind, dann bringt es halt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird dann sehr, sehr interessant. Und dann kommt es natürlich wieder auf deine Utility an. Wie viel Smokes hast du? Marco gönnt sich. Und vor allem die Informationen.
Hoffe. Freddy rausgeholt. Memo-Effekt stirbt von Mika. Horster holt April raus. Ja, ich mal, Marco sagt sich in der Zeit. Wisst ihr was? Schießt euch die Köpfe ein. Die MK14 mit dem 8-Fach und der Ghillie-Suit, auch wenn es der braun ist, der gehört mir. Ist meiner. Jetzt schöne Shots hier von Telmo auf Freddy und der ist auch weg. Das war's mit Gamer Legion. Das war's mit Gamer Legion. Damit nur 13 Teams alive und Moonwolf mit der besten Ausgangslage. Die Zone kommt, IGC wird hier wahrscheinlich zwangsläufig früher oder später auf ATN treffen. Unique momentan im Westen unterwegs, aber auch da Get on Chris, Tizza, die warten im Endeffekt nur auf Unique. Lion und Katzen auf anderer Seite und Schuss, die wollen jetzt nach vorne. It's Steve jetzt schon gedannt, Matzen ist da direkt vorne, den dürfte man jetzt auch sehen. Schöner Spray hier nochmal von Schuss, trifft an dieser Stelle aber nicht, zwingt den Mann aber nach hinten herzugehen und das dürfte an dieser Stelle reichen. Schuss bekommt Mutzen, der Feuerei bekommt, das heißt hier die Vikings kriegen hier Frag für Frag. Finish geht durch, Smoke liegt auch und unten da ist es nur noch einer, der hier momentan die Fahne hochhält für Mutzens Team. Und die Frage ist, was er draus machen kann. Die Shots, sitzen die von Schusk, ist die große Frage. Muss er sich da nochmal halten? Der muss zurückgehen und das war's dann auch. Ducky Quark von hinten, Shisha Band TV aus dem Leben geräumt. Und Moonwolf auf der anderen Seite noch momentan noch 0 Kills. Sei es drum, wie gesagt, das ist alles Placement, was sie gerade machen. 12 Teams sind overall noch im Spiel. Tatsächlich so. Die haben das, die beste, also eine bessere Position gibt es nicht für Marco. Gibt es einfach nicht. Die haben einfach die Kontrolle. Und die sind auch gut im Schießen. Sind im Grunde genommen alle. Also, die sind tatsächlich einer der besseren im Schießen hier in dieser Map. Definitiv. Nicht in dieser Map, sorry, in der Division an sich. Und wenn es die vier Leute, jetzt geht es dann los mit den ganzen Rotationen, jetzt fangen die dann an, dann können die Third Party, Over Third Party und einen nach dem anderen rausziehen. Arbeiten. Auf der Seite unten im Südosten sind Ducky Quack und I, die ebenso versuchen, das Open Field zu kommen. Da ist auch nur Kev irgendwo im Weg. Über ihnen noch Horstor, NCL Hoffe und Soletti, die auch schon am Rande der Zone sind. Das Problem, was ich halt gerade momentan sehe, ist eher hier im Westen. Da haben wir ATN gegen Unique, die aufeinandertreffen. Und oben noch Tizza und Co. Aber jetzt erstmal Kaigott. Schöne Shots hier. Rax bekommt ein paar geil. Kaigott zwar auch einige Hits, der kann sich aber zurückziehen. Und ihm wird natürlich auch Rückendeckung gegeben. Ei bekommt 14 Brass an anderer Stelle. Da wird nämlich ordentlich geschossen. Ein bisschen weiter oben. Frost. Weiß ganz genau, da kommt noch einiges. Unique hier, wow, ein großes Problem. Yadrox ist da zwar noch am Leben, aber nur noch Saibi. Jetzt sogar der Letzte. Und das wird gegen ATN eine ganz, ganz schwere Nummer. Mit der Zone im Hintergrund keine Chance. Der hat noch 3 Smokes. Die Nates, die kommen jetzt. Einer nach dem anderen. Getroffen wird auch nochmal im 40er-Hit. Aber das wird's gewesen sein. Das kann er eigentlich nicht überleben. Und die Zone, die tut schon weh. Jetzt muss er nach vorne. Die erste Smokes, die ist schon draußen. Versucht jetzt irgendwie ranzugehen. Banheimer stirbt an anderer Stelle durch Katzens G36. Und das war's dann auch. Kaigott holt sich den letzten Kill. Unique damit nur auf Platz Nummer 11. Und Moonwolf halt immer noch mit der perfekten Position. Ich bin mal gespannt, wo der Shift hingeht. Unten übrigens hat momentan, die haben die Vikings Problem, Ei stirbt. Durch C-Plays Kev, der aber refragt wird von Ducky Quack, damit auch der nächste Solo. Down aber ein neuer Solo erschaffen. Und ja, das war's. Oko nimmt Soletti einfach komplett raus. Rax schön hier. Ich meine, Sonic schön auf Rax. So rum, schöner Headshot. Hat er die Nate noch, ist die Frage. Die Antwort ist nein, wir sehen es gerade nochmal unten. Von der Seite nochmal auf Jansen. Sudi, derjenige hier. Moonwolf kann jetzt endlich mal Impact leisten. Kann Jansen auch direkt finishen. Das tut ihm aus freundschaftlichem Dienst wahrscheinlich ein bisschen leid. Aber die Punkte, die sind es definitiv wert. Die Zone jetzt auch am Kommen. ATN muss rüber, das wissen sie. Sie müssen smoken. Sie müssen sich healen, sonst war es das mit ihnen. Und die Zone, die wartet nicht auf sie. Aber ich denke, dass ATN jetzt auch raus ist. Ja. Oh, Jan ist gegen Katzen oben. Oh, Kaigott wird gesehen, das war's. Warte. Katzen bekommt Jannis und Rax, der stirbt wieder durch Sonics, der mittlerweile 3 Kills hat. Alternate auf der 8 insgesamt. Stark von Sonics. Rezo mit Shots richtig auf die gut. Vikings. Und Moonwolf, die können da im Endeffekt wirklich Entenschießen machen auf dem Fluss. Pitted down. Sonics ist zwar noch da, aber auch da irgendwie reinzukommen. Nach oben sieht ihn Katzen und geradezu, da sieht ihn wirklich dieses Bollwerk von Moonwolf. Oko. Schöner Shot! Au. Den fühlt er noch morgen. Das tat weh. Back to Lobby, auch jetzt wieder Back to Lobby. 15 Leute live, 6 Teams, 24 Minuten gespielt, also knapp noch 8 Minuten haben wir hier, die gespielt werden. Ravens verlieren den ersten Mann durch Sudi, also wie gesagt, Moonwolf, die können da so frei aufspielen. Telbo von IGC. Wenn ich das richtig gesehen habe, die haben auch 2 MK14. Und von IGC der Telbo.
Sie warten halt. Und Moonwolf ist wieder in der Zone. Das gibt es nicht. Marco fast schon in der Mitte der Zone. Der hat halt wirklich die Königsposition im wahrsten Sinne des Wortes. Hat noch gut Munition für die SLR, ein Schalli drauf. Alter. Ich meine, die Position von ihnen wird bekannt sein, nach dem, was sie da momentan abliefern. Ist Marco nicht gerade vorhin zum Drop gerannt, wo die MK drin war? Oder hat er die Sudi überlassen? Ja, Sudi anscheinend überlassen. Er hat sich für die SLR entschieden. Gut, okay. Geil Marco an dieser Stelle, muss man schon fast sagen. Wobei Sudi auch mit 2 Kills, momentan, sag ich mal, Kill-Leader, auch wenn es nicht so viel wären. Jetzt gegen Katzen. Katzen wurde gespottet und Katzen weiß es nicht. Katzen kann das. Oh, Sudi, komm. Sudi, schöne Nate. Yeah. Die trifft. Oh, was? 5 HP vielleicht noch. Und Katzen, was? Der bekommt ihn sogar. Katzen muss jetzt rein. Und das hat auch Sudi gehört. Nee, der rennt einfach weiter nach vorne, so auf dem Motto. Oh, der hat 5 Kills. Was ist denn mit Katzen los? Der schafft es wirklich in seinem hässlichen Harley Quinn-Outfit. Oh Mann! Ich gönn's ihm, aber. Rennst du, Marco? Bruder muss los. Ist aber wieder voll. Jetzt Katzen gegen Marco. Marco hat ihn gehört, oder ne? Marco ist oben, Katzen ist unten gut. Ja, das sieht aus. Oh mein Gott. Er will runter. Weil Katzen ist halt mit 5 Kills voll an Fire. M4 gegen, ich weiß nicht, was er hat. Ist eine G36 oder auch eine M4, ne? Ja, ja, aber die wollen jetzt zusammen da rein. Oh, das wird jetzt. Katzen. Ja, die kleben, Katzen jetzt, die bekommt jetzt richtig einen rein, aber Marco schafft's alleine. Headshot. Katzen damit down und Sudi gerecht. Ja. Und genau wegen diesem. Absolut. Und dann bekommt er den nächsten. 2 Kills mittlerweile. Schuss auch mit dem Headshot von der SLR. Good guy Marco. Gibt die MK14 ab. Rächt seinen Kollegen und holt dann nochmal ein. Aber wie absolut geil der Move von Katzma, sorry. Und genau wegen diesem Move, ne? Der Typ guck mal, was jetzt Telva macht von IGC. Der sitzt jetzt an der Ecke von dem Kompan. Ne? Der hat sich einfach gesagt so, ey, chill. Das ist echt gut. Don't F with Moonwolf. Und die sind eben, Alter, wie kann ich, also ganz ehrlich, ich gönne denen wirklich alles, aber sie haben auch ordentlich Glück. Jetzt bin ich mal gespannt, was Horst, Soletti und NCL da machen. Also, wenn sie das richtig ausspielen, ist es der zweite Platz. Talbot chillt einfach nur. Der wird nichts tun. Das Problem ist, er muss halt leicht rechts, da ist die Straße, links sind die Ravens und vor ihm ist Moonwolf. Das ist die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Und jetzt rennt man hier auch noch im 2-2-Speed bei Moonwolf rum und Talbot. Oh, Moonwolf. Wir haben halt wirklich die beste Position. Sudi holt Telbo raus, der mittlerweile auch 3 Kills hat, ist aber sehr, sehr hart angehittet worden. 12 HP trennen ihn hier noch. Anon Memory noch da hinten. Rezo versucht so ein bisschen zu prefiren, einfach nur um Sudi auch nochmal da Deckung zu geben. Oko, was macht er? Rotierter. Und ja, also Letro, Horst und NCL, die sehen das natürlich. Die sehen das. Und Ravens bekommt Sudi und Rezu. Das ist für Moonwolf halt eine Katastrophe. Und das sehen natürlich auch die Ravens jetzt als Möglichkeit. Marco muss da raus. Hinter ihnen ist aber Soletti. Kriegt er ihn von der Seite. Sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Vor allem hier an und Memory Tool auf Okos an Okos Stelle. Und Tierfrist bekommt ebenso nochmal einen rein. Rules kriegt aber Rezu. Rules kriegt Marco. Und dann ist es auch nur noch einer, der am Leben ist. Und das ist Oko. Von Moonwolf. Ganz knappes Ding. Anon Memory wird wahrscheinlich sogar verbluten. Terfris down durch NCL. Und das könnte jetzt eventuell für Horst und NCL als auch Soletti das Zünglein an der Waage gewesen sein. Oko bekommt viel Anon zu ungeduldig. Memory. Jetzt muss man Marco wiederholen. Smoke liegt. Gute Entscheidung von ihm. Marco verblutet auch relativ langsam. Das kann was werden. Der Energy, da muss man sich natürlich gönnen. Lecker. Und oh, der Shot. Aber man weiß, wo sie sind. Von daher. Und jetzt in irgendeiner Art und Weise, wie zur Hölle ist das jetzt so geschwenkt worden? Und jetzt Horster hier. Er wartet auf seine Mission. Die hat sich mittlerweile auch ergeben. Und die Zone geht jetzt zusammen. Man holt hier noch jemanden von den Ravens ab. Dann auch da zu zweit. Es ist ein 2 gegen 2 gegen 3. Und Kyodai könnte es hier wirklich mit dem ersten Dinner heute schaffen. Mit dem ersten Weekend-Dinner überhaupt. Es ist alles offen. Es ist wirklich. Kann jetzt sein, dass Moonwolf ausrastet, aber Ravens mit Abstand, denke ich, persönlich die schlechteste Position hier. Wobei, Moonwolf hat halt das Problem, dass sie im Sandwich sind, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Jungs von Kyodai oder die Mädels und Jungs von Kyodai da pushen werden. Werden sie nicht. Die werden da einfach warten. Ja. Warten, bis sich das zwischen den beiden da ausgefochten hat. Und wenn sie genug Knocks sehen, sie wissen ja, 7 Leute sind am Leben, 3 Teams, das ist nicht so viel. Was? 2-3 Knocks, dann gehen sie rein. Oko jetzt weg, das heißt nur noch Marco am Leben. Und der will da rumgehen. Kriegt den ersten, finisht den direkt durch, geht wieder in die Smoke rein. Marco 3 Kills damit. An der Seite ist wer und das. Ah, da holt ihn auch. Terfris, holt ihn. Das heißt, Moonwolf auf dem dritten Platz. Und jetzt ist es ein 2 gegen 1. 3 gegen 1, entschuldigt bitte.
Und das wird es wahrscheinlich sogar gewesen sein. Rules gegen 3. Klatsch oder Kick. Oder die Jungs, der Sieg, der trägt hier ganz deutlich eine orangene Krawatte. Und Horstor, der möchte da gerne gucken. 3 Kills hat man. Jetzt möchte man gerne nach draußen. Der legt sich hier hin von der Seite, aber Soletti, und der hat die perfekte Position. Den sieht man und das war's dann auch. Soletti gewinnt hier für Kyodai. Ihr erstes Dinner. 100 Punkte, 4 Kills. Ist nicht wirklich das Dinner mit dem meisten Impact auf die Tabelle, aber es sind wichtige Punkte auf jeden Fall hier im Kampf um den Verblieb in der ersten Division. Moonwolf nur 9 Kills. Moonwolf nur 9 Kills. Ja. Nur. Ich hab keine 10 gemacht. Ich geh ab in den Bunker und dreh mich. Wow. Ja. Also ich sag ab in den Bumper und du sagst ab in den Bunker. Das hast du jetzt aber gesagt an der Stelle.